Und da sind wir wieder zurück bei einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors. Und jetzt mal haben wir das Kapitel 11 erfolgreich abgeschlossen. Wir sind jetzt mit den beiden Guten durch. Das heißt, unsere Gruppen werden sich jetzt wieder vereinen. Aber bevor wir mit der Story weitermachen, möchte ich mal kurz ins Feldlager gehen. Wir haben ja ein oder zwei Meistersiegel mittlerweile und die würde ich ganz gerne einsetzen. Liana dürfte das machen können. Kann das noch irgendwer? Sieht nicht so aus. Naja, dann können wir schon mal Liana aufsteigen lassen. Das hat sich doch mal gelohnt. Ja. Das sieht vielleicht doch mal gleich ganz anders aus. Und hier sind auch mehr Fibeln verfügbar. Lohnt sich. Wow, naja. Dann können wir jetzt ja weitermachen, ganz normal. Kapitel 12. Eine arrangierte Schlacht. Stop right there. What are Norian scum like you doing here? Watch your language, dear. And it seems to me you're the ones who don't belong. Please calm down, both of you. I don't think now's the time to argue. She's right. We aren't even in Hoshida or Nor right now. Even so, do you really expect us to get along with Corrin's kidnappers? Exactly. We know Corrin has been taken by Norian troops. Release her at once. What's this madness? We know Hoshidan troops kidnapped my poor Corrin. I'm not surprised at all that you'd blame us for your own underhanded acts. What did you just say? Hang on. Something isn't right here. Have any of you actually seen Corrin? We haven't seen her, no. Yeah, I haven't seen her either. I haven't seen her, and I can say for sure she wasn't among the forces of Nor. So Corrin isn't actually with Hoshido or with Nor. I don't think anybody is lying. Agreed. And if that really is the case, there's an obvious third option. Someone else, not a Norian or a Hoshidan, must have taken her. If so, maybe they were seeking to pit Hoshido and Nor against each other. Oh no. Then we have to stop those two armies before it's too late. So. Katula? Dankeschön. Was ist denn los mit dir? Zieht dort ein bisschen rum. So, wir haben dabei Cordelia, Camilla, Liana und Leo. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier noch Sakura als Heilerin. Alissa als zusätzliche Heilerin. Frederik und Lucina. Ich glaube, das ist eine ganz ordentliche und dann haben wir hier halt noch Darius in der Mitte stehen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Aufstellung. Was machen wir denn gleich? Wir müssen gleich mal ein paar verobern. Erobern ist das Wort der Stunde. Was haben wir hier? Ein Unibarbar. Ready for orders. Kann sich Lucina mal drum kümmern. Was haben wir hier? Kann sich Sakko mal mit denen hier kümmern. Understood. Da gehen wir dann ansonsten gleich selbst mit Liana rein. Da kann sich Camilla schon mal drum kümmern, auch wenn das nicht die schlauste Wahl ist. Eigentlich könnte sich der Leo besser drum kümmern. Understood. What is it? Und Camilla macht den da kaputt. Das klingt doch gut. How's this? Let's go. Und das ist echt eins der Kapitel, die ich in diesem Spiel total hasse. Es geht halt eigentlich darum, dass wir halt die Festung halt immer gleichzeitig auf beiden Seiten erobern oder halt möglichst gleichmäßig. Und das hasse ich sehr. Crown Prince of Nor, give us Corrin, or we will rain carnage upon you. Do you take me for a fool? Corrin's abductors clearly hailed from Hoshido. Lying mongrel. What was that?
The time for talk is over. Who fired that? This is the day Hoshino meets its end! So be it. They want a battle. Let's give them one! So, dann mal gleich ab, die Festung. We can't lose Ryoma or Xander. Let's hurry to the bases. Und Level up. Juliana. This is an improvement. Right. The more ports we take, the more we can keep this battle under control. Das ist in Ordnung. The mission's starting. We should split up. We'll lose if we focus everything on just one army. We're good to go. So, mit der sind wir fertig. The rear port has fallen. Don't let this create confusion in the front lines. Norian seem confused. Now is the time to strike at them. Taking all the force on one side won't help. We have to balance. Ja, ich bin dabei. Ganz ruhig. Let's go. Oder vielmehr, ich helfe dabei. Mission complete. We've diminished both forces. Stay strong. So, die Drachen alle aktivieren. Oh, wir können Carmilla auch aufsteigen lassen. Sehr gut. So, machen wir den noch kaputt. So, Liana ist schon in der anderen Festung, genau wie Cordelia. Dann switchen wir mal kurz rüber. So. Has fallen to the Hoshidans? Take it back. Now! I see enemy reinforcements. Ach, Carmilla, mach du das mal. The mission starting. Was haben wir hier? Norische Verstärkung. Alles klar. Lucina. Na, mach du das lieber, Cordelia. Die ist zwar weiter weg, aber die ist dafür im Vorteil. Right here. Ready. Und Liana. Yes. Okay. Kann sich da aufschlagen. Excellent. Ja, stirb einfach. No mercy for me. Du lebst ja immer noch. So. Being attacked by Norians too? Recapture the fort at once. Was sagst du denn? Enemy reinforcements. The mission starting. Excellent. Diese gepanzerten Einheiten finde ich fast am schlimmsten, wenn man nicht unbedingt welchen Magier griffbereit hat. Mission complete. So. Liana, ist hier nicht der Torwächter? Mach den mal kaputt. Okay. Yes. Leo kann sich um den Wyvern-Ritter da kümmern. Und Lucina, du machst hier den Edelritter. Was solltest du schaffen? Dann kann Cordelia schon mal. Na, mit denen kommt sie nicht klar. Da können wir dann lieber Fred. Nee, gar nicht. Wir können Elise hinschicken. Und hier schon mal den Torwächter besiegen. Sure thing. Entschuldigt, Kaninchen war gerade da, wo Kaninchen nicht hin sein soll. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich war dabei, dir in den Arsch zu treten. Give him that.
denn hier los? Ist nicht irgendwie der rechte Joy-Con spinnt gerade mal hier ein bisschen rum. Keine Ahnung, was da los ist. No mercy from me. I see enemy reinforcements. Der Schütze. Ach, dir können wir keine Befehle erteilen. Frederick. Yes, sir. Komm mal da an. Roger. The Norian Fort. Pretend it was Hoshino. So, das sollte hier alles gewinnen haben. Ah, hier sind noch welche. The mission starting. That didn't go too well. I'm at a disadvantage, but retreat is not an option. Wicked child. Whatever will we do with you? So, dann schnell wir eben. Whatever. We can't let them take the Norian fort. Take them out. So. No one can defeat that. Frederick, wo ist Frederick? Frederick? Wo bist du hin? Ach da. Yes, sir. Roger. I'm losing ground, but I will never surrender. You gotta get in there, quick. You've got to hurry. Ich hab Besseres zu tun, als mich den ganzen Tag mit dir rumzuschlagen. So, wo waren wir stehen geblieben? Gott, wo ist Leo denn ganz hingegangen? Yes. Understood. Guten Tag, ich renne hier mal durch. Nehmen wir an, den müssen wir besiegen, damit das Tor aufgeht. Ich. Gibt's das Tor auch in offen? Dankeschön. Wo ist denn hier der Torwächter? Auf der Seite? Ja. Okay. Konnte ja. Du musst aber rumfliegen. Sander kann nicht nach Unterstützung fordern, wenn das Kapitel vorbei ist. Eine ganz einfache Logik. Gib mir Mühe. Impossible. Norian Army can't fight any longer. Und Cordelia kann ebenfalls aufsteigen. Und noch ein Level up. I grow more fearsome each day. We've got to hurry. I like those rock gardens. Capture Norian Fort. Great. Shield.
Whoa. Something's still not right. Don't trust that Hoshida in general. Was ist denn das? Right here. Ich will doch nur gucken, was da für ein Typ drin ist. Right here. What is it? Da. Of course. My turn now. Hi. Let's get to it. Schön, dass Leroy gleich in der Nähe war. You've got excellent taste. We'll come back soon. That didn't go too well. Mission failed. Oh, wir werden es verlieren. Sandra is sure to call for reinforcements now. This just became much harder. I see enemy reinforcements. Manchmal sind diese Level-Ups zwischendurch echt nervig, aber auf der anderen Seite, finde ich, gehören sie dazu fürs Feiern mit Feeling. Mir reicht's jetzt aber mit dir. Joy-Con, würdest du bitte? Hallo? Joy-Con? Ich kann den... Danke, Joy-Con. Jetzt spackt er wieder rum. Was ist denn hier los? Jetzt spackt er wieder rum. Was ist denn da los? Das Akku hat er noch genug, ne? Wir müssen einfach ganz schnell kämpfen, bevor er wieder ausgeht. So. Keine Ahnung, was mit uns aufgeladen müsste der sein. All we need to do now is take control of the remaining forts. The mission started. The fort is... Ach, Leo ist da schon. Es geht wieder nicht. Was soll denn das? Ich würde gerne angreifen, aber irgendwie sagt mein Joy-Con gerade, ist nicht. Gut, dass ich nicht auf Permadeath gestellt habe. Was ist denn damit echt los? Vor allen Dingen, ich wollte die ganze Zeit nur einen einzigen Knopf drücken und das war X. Dann wären wir hier nämlich fertig gewesen. So, darf ich jetzt bitte ganz schnell weitermachen, bevor der Joy-Con wieder Nein sagt? Das wäre klasse.
Das ist echt so ein kleiner Spielspaßkiller, wenn der Joy-Con plötzlich sagt, nö, immerhin haben wir gerade Leo und das Ding fast verloren. Wenn wir mit Permadeath gespielt hätten, wäre Leo jetzt weg. Naja, ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei. Was mache ich hier überhaupt? Bevor wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da können wir noch mal kurz in den Fiebelmarkt gehen und noch eine Einheit aufsteigen lassen. Dann wird das nämlich auch. Das ist hier bei den Stärkenfiebeln. Da geht schon wieder los. Wir können Cordelia aufsteigen lassen oder wir lassen Camilla aufsteigen. Ich glaube, ich lasse mal... Na, Cordelia oder Camilla? Tough choice. Ich glaube, ich nehme Cordelia. Ist das alright? Camilla scheint mir so den höheren Angriff zu haben. Die wird noch eine Weile auskommen, ohne sich die Statuswert erhöhen zu müssen. Hoffe ich doch. I am yours to mold as you see fit. Nice. Ja, das ist es wirklich. Und Cordelia kann jetzt mit dem Stab rumlaufen. Das ist sehr gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Is that alright? Also, der Skill bewirkt eigentlich nur, dass sie, wenn sie einen Stab einsetzt, dass sie halt die gleiche Menge zurückkriegt. Das sollten wir vielleicht auch mal langsam machen. Weil die brauchen das eigentlich gar nicht. Is that alright? Nice. Wir brauchen erstmal eigentlich nur Leute, die nur Eisenwaffen und so führen können. Die Leute mit eigener Waffe brauchen das erstmal gar nicht. Weil die ja sowieso eine Stärke bis 30 haben. So, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich zumindest sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dann sage ich wie immer, ciao.